Ich glaube, der hat sich selber hier. Ja. Das muss noch. Wie viel Weizen haben wir denn? 24. Ich könnte schon wieder rübergehen. Also jeden Tag hier zum Dorf marschieren ist aber auch schon eine Leistung. Ich könnte natürlich auch noch ein paar Kühe machen. Vier. Mache ich nochmal zwei Paare. Hallo. Zwei, drei, vier. So, viel Spaß. So, ne? Und zur Belohnung gönne ich mir nochmal einen. Finde ich ja ein bisschen makaber, ehrlich gesagt. Gehst einfach zwischen den Kühen lang und schlürfst die ganze Milch alle. Aber so wird man auch satt. Ich meine, so hat bestimmt auch noch keiner überlebt. Einfach die ganzen Kühe gemolken. Entschuldigung. Finde ich gut. Und die muhen auch immer, wenn ich an den Euter will und da kommt nichts mehr, dann muhen die auch. Ich werde einfach mal versuchen, hier noch ein paar Kühe reinzukriegen. So. Hier machen wir das auch nochmal. Dum, 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 dum. Gut, die eine hat mich schon gesehen, die andere sind völlig desinteressiert. Das ist in Ordnung, das kann man gerne machen. Ach, Tode, du schon wieder. Nee, 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 warte, 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 warte. Ja gut, dann bleib halt draußen, mein Gott. Machen wir da halt nur ein junges Paar rein und da hinten dann die Massenabfertigung. So. Gibt's hier noch mehr Milch? Ups. Bevor ich hier ein paar Kühe keule, werde ich aber schon was anderes mir aufbauen. Okay. Da gibt's noch Erdbeeren. So kann im Prinzip jeder Tag hier ablaufen. Einfach nur Nahrung sammeln. Und Erdbeeren sind schon wieder weg. Prima. Habe ich da hinten eigentlich... Ah ja, das Haupthaus hatte ich auch schon geplant, ne? Ich hatte es nur noch nicht gebaut. Dass ich mir da irgendwo eine kleine Küche vielleicht hinbaue? Kommt rein. Hier ist warm. Oh je, mal los. Trude. Alle, die sich weigern, heißen jetzt Trude bei mir. So. Okay. Na, ich muss es machen. Ich werde mal versuchen, ein Stüppel durch den Wald zu laufen. Vielleicht finde ich noch einen Setzling. Entsetzlichen. La 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 la. La 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 la. Was ist denn das? Hä? Stand das schon immer hier? Was ist denn das für ein Haus? Da ist ein Bett drin. War ich hier schon? Und warum sitzt die Leiter falsch? Das ist ein Baumhaus? Pfeifenbaum. Was stand da? Pfeifenbaumleiter? Herkules-Treppe? Ein Erdbeerbett? Nee, ein Strawbett. Was ist denn das? Ein roher Matschfisch. Ah, Matschsucher, Köder 2. Nicht schlecht. Wo ist das Bett? Okay, ich habe ein Bett gefunden. Und eine Angel? Ich habe eine Angel gefunden. Wie geil ist das denn? Ich bin nur 3 Meter links, diesmal rechts gegangen. Ups, ich nehme gerade die ganzen Schafe hinter mir mit. Ich versuche jetzt natürlich wieder zu meinem Dorf zu kommen, weil ich noch einmal handeln wollte und einen Setzling mitnehmen wollte. Vielleicht muss ich nochmal... Moment. So. Ich muss ab und zu die Aufnahme neu anfahren.
und ich die Asynchronität ein bisschen wegnehme. Ich könnte das natürlich auch extra aufnehmen. Ich könnte jetzt Ton und Bild extra aufnehmen und damit die Asynchronität auch wegnehmen. Aber ganz ehrlich, nö. Das wäre jetzt doch irgendwo zu viel Aufwand. Drücke ich lieber zweimal auf den Knopf und ihr kriegt das auch nicht mit. Wenn ich es nicht sag. So. La 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 la. Ah, das Tor. Perfekt. Diese Erdbeeren sind echt gut. Vielleicht müsste ich mir da ein riesen Erdbeerfeld machen. Aber ich will nicht schon wieder nur von Erdbeeren leben. Ich habe das auf einem anderen Server auch schon gemacht. Da hatten wir gemeinsam Erdbeeren gegessen und es gab dann auch mal Erdbeeren und zur Abwechslung Erdbeeren. Das war ziemlich erdbeerig und ich muss sagen, außer Erdbeeren ist auch nicht viel anderes mehr dazugekommen. So, wo kann ich, wer möchte, oh, was ist denn das? Bohnensetzling. Wer hat hier eine Bohne ausgedrückt? Moment, das hört sich merkwürdig an. Brüssel. Brüsselstraut. Datteln? Ich möchte keine Datteln. Ich mag Datteln nicht. Also Datteln und Feigen ist nicht so meins. Allgemein Nüsse. Doch, ich esse Nüsse. Ich esse sie nicht so gerne in Teigwaren. Also schon. Aber jetzt nicht in jeder Teigware, weil das... Weiß ich nicht. Das nimmt mir so das Süße weg und das ist mir so im Mund. Trotzdem esse ich aber auch nicht so. Apropos, ich möchte hier gerne auch die Nuss, den Smaragd loswerden. Ich suche den Mann, der mir Oliven verkaufte. Es wird dunkel, ne? Aber ich kann jetzt hier das Bett auch aufstellen. Das ist vielleicht keine schlechte Idee. Da-dum, 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 da-dum. Ich könnte mich auch hier einnisten. Werde ich einfach zum Schmarotz. Guten Tag. Keiner da. Ja, dann ist das jetzt meins. Spontan beschlossen. Zack. Aber ich glaube, der gilt dann nicht als Spawn. Wenn ich da jetzt drauf schlafe, dann ist das Spawn, glaube ich, kaputt. Was mache ich denn aus dem Mattfisch? Kann ich Mattfisch? Was kann ich da denn draus machen? Sushi. Oder eine Fischmahlzeit, da brauche ich noch Limon. Ah, Limone habe ich und Mehl habe ich auch. Habe ich Mayo? Wie mache ich Mayo? Mit Ei, ne? Ach, wie mache ich Mayo? Tofu. Ei. Habe ich Tofu? Warte mal. Gibt das was? Oh, das gibt sogar was. Oder Mayo, Fisch und Brot? Ein Fischsandwich ist noch besser. Fischsticks. Freunde, ich übernachte hier erstmal. Mit offener Tür heute. Du kannst doch nachts schlafen. Und morgen suche ich mir den Olivenmann. Hallo? Ah, jetzt. Die Musik weggedrückt. Muss ich mir noch eine Fackel hinstellen oder so? Und ich wenigstens weiß, aha, hier schlafen. War das? Hallo? Nee. Das Brat gebe ich gerne, aber nicht gegen Brot. Wer bist du? Drachenfrucht, auch schön. Später. Ich möchte wirklich diese Oliven haben, weil ich dann auch Öl machen kann. Und Öl kann man, glaube ich, sehr vielseitig benutzen. Deswegen wäre mir ein Olivenbaum jetzt eigentlich sehr recht. Obwohl ich von einem Baum natürlich noch nicht glücklich werden würde. Und jetzt stelle ich mir vor, wie es wäre, wenn hier noch ein Spieler hinzukäme. Der müsste natürlich auch selber noch Erdbeeren sammeln und suchen und...
Oh, Moment. So, herzlich willkommen, dein fröhliches Moin. Ich sage einfach das mal nochmal. Ich hatte mich gerade 1,5 Stunden Pause telefonieren und so. Und jetzt geht's dann auch weiter. Muss erstmal wieder reinkommen. Ah, ich habe einen Schlüssel. Wieso habe ich einen Schlüssel? Ich wollte auf jeden Fall Nahrung sammeln. Das weiß ich noch. Ich wollte noch Weizen. Genau, aus dem Fisch können wir was machen. Ich habe eine Angel. Ich kann angeln. Heute machen wir einfach nur Nahrung sammeln. Nahrungsmöglichkeiten sammeln. Habe ich eine Schere? Nö. Wieso habe ich keine Schere? Ja, war. Oh, wie? Ach! Ja, finde ich auch. So, was hast du noch? Hallo? Was bietest du noch? Datteln. Wir haben Olivensetzlinge. Geil. Ich werde davon auf jeden Fall mehr anpflanzen müssen. Die nehme ich einfach mal mit. Die kann man immer gebrauchen. Ich nehme jetzt auch das da drüben mit. Die werden hier sicherlich irgendwann noch nachgepflanzt. Für ein Baum? Ist das für ein Baum? Akazie? Spät? Ich gehe da mal kurz hin. Nee. Wenn wir ein paar Früchte nicht haben als Obstbäume, dann können wir uns natürlich auch eine neue Nahrungsgrundlage schaffen, was ich eigentlich sehr nett finde. Müssen bloß erstmal hinkommen. Doch, das sind Akazien, glaube ich. Akazien. Ja, ich hatte ein langes Telefonat vorhin. Vielleicht kommt nachher noch eins, weiß ich noch nicht. Ich hätte jetzt natürlich sagen können, ich versuche gerade, die anderen Spieler wieder hinzuzuziehen, aber nein, es ist leider nicht so. Gucke ich später nochmal vorbei, ich komme gleich wieder. The Balls of Ireland. Ah, die Bells. Die Bälle aus Irland. Oh, da war es schon. Hab ich nicht zwei mitgenommen? Da. Schon sagen. Die Kirschbaum hätte ich auch gerne. Ja, Moment, Moment. Kann man aus Kirschen, kann man da was pflanzen? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, die schnappen nur ein bisschen die Performance weg. Performance. Ups, ich muss zurück ins Dorf. Wo ist denn da? Bei den Glocken aus Irland. Ah, perfekt. Hallo? Ah, ich bin schon wieder beladen. Na komm, dann pack das Leder mal ein, pack das mal mit ein. Akazien. Mag ich das Holz denn überhaupt? Warte mal. Naja, geht so, ne? Immerhin, haben wir jetzt ein paar Setzlinge. Ups, das Bett ruft. So, am nächsten Tag werde ich mal wieder zurückgehen, so ein bisschen. Denn wir müssen da die Nahrung noch ein bisschen ausbauen. Werde den Olivenbaum noch pflanzen, werde mal versuchen, dass ich die Acker noch ein bisschen bestellen kann. Dass wir da so eine kleine Grundlage wenigstens haben. Und ja, das wird auch klarkommen. Haben Sie hier gerade die Pflanzen verändert? Naja, dass wir jedenfalls ein bisschen mehr klarkommen. So. Ich kann ja mal versuchen, hier demnächst wieder welche. Ah, nee, kann ich nicht. Ich kann auch keinen Server stellen. Ach, das muss ich heute auch noch klären. Wo war denn mein Bett? Hier, ne? Bei den Fackeln. Ich habe langsam wieder Hunger. Ich habe die ganzen Gärten eingesammelt.
gehen heute mal hungrig ins Bett. Du kannst doch nachts schlafen. Tja, in dem Falle kann ich dann leider auch nichts machen. Hoch. So, jetzt, ne? Jetzt kann ich. Hä? Was war denn das jetzt? Bin aufgewacht. Ja, ich stehe immer mit einer Handkante auf. Ist ja ganz normal. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zurück. Weizen kriegen wir erstmal nicht mehr. Was ist denn hier passiert? Vorne sind auch noch ein paar Pflänzchen. Kann ich schon mal gucken, ob da irgendwas Reifes dabei ist. Karotten. Ja, nö. Wenn, dann hätte ich jetzt Weizen eingepackt. So, auf nach Hause. Das ist Absicht. Das gehört zur morgendlichen Routine, sich einfach mal ein paar Kakteen unter die Füße zu stellen, damit man halt. Naja, man muss ja auch irgendwie wach werden, ne? Man muss ja sehen, dass. Was rede ich eigentlich hier? Keine Ahnung. Hier, komm, pack mal was ein. Ich sehe dann nicht. Mich deucht, da wäre noch eine Erdbeere für mich zu essen. Drüben nehme ich nochmal mit. Noch ein paar Erdbeerchen. Oh, apropos. So. Immerhin schon 7 Stück. Da drüben war das komische Haus. Dass das einfach so dicht bei mir dran stand. Ich lasse noch mal ein bisschen was stehen. Also ein. Aber ich wollte natürlich ein bisschen was mitnehmen, damit wir hier zu Hause auch was anpflanzen können. Die lassen wir stehen. Ich muss wieder zurückhalten. Ist ja noch mitten am Tag. Ich kann ja noch ein bisschen durch den Wald gehen. Ich weiß, rechts von mir ist irgendwo meine Heimat. Das kann auch ein bisschen warten. Ich will mal versuchen, vielleicht noch den einen oder anderen Setzling mitzunehmen. Vielleicht finden wir noch was. Der Tag ist noch jung. Nahrung ist karg. Gesät? Karg gesät, kann man das sagen? Rar gesät, sagt man eigentlich. Naja, egal. Egal. So. Noch ein Setzling? War ich hier nicht schon von der anderen Seite mal? Habe ich den Setzling da hingesetzt? Ich weiß es gar nicht mehr. Hühnchen. Ich habe gerade Hühnchen gehört. Könnte ich mir zu Hause auch noch hinstellen wegen Eier? Habe ich denn Samen in der Tasche? Oder Weizen? Wohin damit? Oh, dann komm mal mit, Mädels.